Moin Moin und herzlich willkommen bei Audio Steps. Ich bin André Maserati. Ja, heute geht es direkt weiter mit dem zweiten Teil zu Studio One 4.5 und den neuen Features. Und da möchte ich euch heute zwei neue Feature-Sektionen zeigen. Und zwar einmal die Input-Mixer-Komponenten, die neu hinzugekommen sind, sowie das Level-Metering. Da gibt es auch neue Optionen. Gehen wir mal in die Konsole. Dort haben wir vier Audiospuren sowie vier Buskanäle. Wir konzentrieren uns aber einfach nur auf Spur 1 und Buskanal 1. Die Spur 1 beinhaltet einen Audio-Track und läuft in den Buskanal 1 hinein. Dort haben wir ein Level-Meter-Plugin drin, welches uns gleich zur Visualisierung hilft. Ja, und ihr seht schon hier oben, da sind neue Komponenten hinzugekommen. Und zwar einmal der Eingangs-Gain, das ist ein Software-Input-Trimmer, und ein Polarität nennt sich das hier. Das ist ein Phasenumkehrschalter. Das war sehr häufig gewünscht, dass das jetzt direkt auf jedem Channel liegt. Und dem ist Studio One bzw. PreSonus nachgekommen. Ihr habt die Möglichkeit, über die Optionen, über die Konsolenoptionen, die verschiedenen Komponenten jetzt ein- und auszublenden. Das ging vorher teilweise auch, aber nur eingeschränkt. Jetzt geht das mit den neuen Eingangsbedienelementen, Sense QMix, I/O-Verbindung, weiterhin mit VCA-Verbindung. Gruppenzuweisungen lassen sich jetzt ein- und ausblenden, sowie Kanaloptionen. Wenn ihr jetzt ein PreSonus-Interface habt, dann seht ihr auf jeder Audiospur und auf jedem Eingangskanal noch einen 48 Volt Phantomspeisungsbutton. Mit dem ist es möglich, die Eingänge eures Interfaces, welche zu dieser Spur dann zugewiesen sind, ein- und auszuschalten. Da ich kein PreSonus-Interface besitze, wird mir das hier nicht angezeigt. Kommen wir zurück zum Eingangsgain. Was macht der Eingangsgain? Wie der Name schon sagt, es ist ein Gain-Poti, der am Eingang jedes Channels sitzt, und damit können wir das Eingangslevel bestimmen. Das heißt, wir können vor unseren Plugins hier ganz komfortabel ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Gain geben. Ich zeige das mal, ihr werdet den Song jetzt nicht hören, aber die Levels werdet ihr sehen, was da passiert. Jetzt haben wir hier einen sehr hohen Pegel. Eigentlich zu laut, wenn ich das jetzt noch hier mit weiteren Plugins bearbeiten möchte. Das heißt, ich kann einfach den Gain jetzt hier am Eingang runterziehen. Und ihr seht auch schon im Level Meter Plugin, dass jetzt in den Kanal einfach weniger Level Audio Pegel hineinfließt. Das gleiche können wir aber auch in die positive machen. Wir können einfach ein bisschen mehr Gain hinzugeben. Das ist der Eingangsgain. Ja, der Phasenumkehrschalter, Phase Invert, dreht halt die Phase. Das sollte jedem klar sein.